Morgen. Hi. Hi, grüß dich. Komm rein. Dankeschön. Zu Besuch im neuen Leben von Daniel Theiss und seiner Familie im Bostoner Vorort Needham. Hier lebt der deutsche Nationalspieler zusammen mit Frau Lena, Tochter Laila und den beiden Hunden Chico und Lucky. Ganz schön was los im Haus der Theissens, was Daniel genießt, wenn er mit den Celtics gerade mal nicht unterwegs ist. Es ist trotzdem immer noch stressig, weil mit so vielen Spielen ist halt wirklich nicht viel Freizeit. Und wenn ich mal frei habe, probiere ich einfach die Zeit auch zu Hause zu nutzen, einfach ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen. Dementsprechend voll ist auch sein Zeitplan während der Saison. Ja, wenn wir jetzt die Woche nehmen, wo wir zwei Heimspiele haben, ist es eigentlich, dass wir, so wie heute, einen Tag vorm Spiel, ist es ein Training. Es ist eigentlich ganz entspanntes Training, ein bisschen Video, ein bisschen werfen. Und am Spieltag ist es so, dass wir morgens kein Training haben. Wir treffen uns direkt in der Halle. Einfach nur dadurch, dass Brad will nicht, dass wir, weil eigentlich alle außerhalb wohnen, dann zweimal am Tag in die Stadt fahren müssen. Und ansonsten ist es ja jeden zweiten Tag ein Spiel. Dann ist es eigentlich immer der Tag dazwischen, ist eigentlich immer Regeneration, bisschen werfen, jeder für sich. Oder auch freimal zwischendurch. Und ansonsten ist es wirklich jeden zweiten Tag Spiel und es ist eigentlich keine Zeit für viel dazwischen. Doch auch wenn das Leben als NBA-Profi so einige Reisestrapazen mit sich bringt, hat sich die junge Familie schon bestens in Boston eingelebt. Ich glaube, es war auch gut, dass zum Beispiel Gordon Hayward mit seiner Familie neu nach Boston kam. Aaron Baines hat Frau und einen Sohn und die Kinder sind alle so im gleichen Alter. Und da hatten wir Glück, dass wir am Anfang auch mal essen gegangen sind oder auch zu Haywards nach Hause eingeladen wurden. Ich meine, über die Jahre verbringt hat man so viele Teamkameraden, mit manchen versteht sich zwar immer gut auf dem Feld oder meistens, aber außerhalb ist dann immer so, oft sind es dann Zwecksgemeinschaften, würde ich mal sagen. Aber jetzt mit Gordon oder Aaron ist es schon ganz easy, weil ich meine, die haben den gleichen Ablauf, sag ich mal, mit der Familie. Die wissen, wie es ist und einfach, dass man auch mal einfach essen geht, ganz entspannt zu denen nach Hause kommt. Und es ist auf jeden Fall schon mehr als einfach nur eine Zwecksgemeinschaft geworden auf dem Basketball, sondern schon eine Freundschaft. Genügend zu bieten hat auch die Stadt. Immerhin ist Boston eine der ältesten und reichsten Städte der USA. Bildung und Kultur spielen hier eine enorme Rolle. Bis heute ist die Boston Tea Party das historische Ereignis in Boston, in deren Folge die Unabhängigkeit der USA stand. Noch heute laden die 23 klar gegliederten Bostoner Stadtteile zu einer eigenen Entdeckungstour ein. Der Hafen ist super, wenn du, da gibt es auch genug Restaurants oder auch zum Brunchen morgens, ist es super da zu sitzen. Ich meine, bei dem Wetter, wenn es kalt ist, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ansonsten ist es wirklich super. Oder auch wenn man, ich glaube, den ersten Tag, wo wir hier waren im Sommer, haben wir auch die Touren gemacht mit dem Bus für 2,5 Stunden, dass man so ein bisschen was kennt. Der Boston Common ist wunderschön, einfach da zu sitzen, wenn das Wetter natürlich auch dementsprechend mitmacht. Besonders auffällig ist das Zusammenspiel von alter und moderner Architektur, wobei ein gewisses europäisches Flair aus der eng mit der alten Welt verwobenen Stadtgeschichte noch zu erkennen ist. Trotzdem bedeutet die neue Heimat für Daniel Theiss zunächst eine Umgewöhnung zum beschaulicheren Bamberg. Was für mich natürlich eine Umstellung war, ich bin ja halt nur aus Kleinstädten immer gewohnt gewesen mit Ulm, Bamberg. Es gab nie Verkehr, es war immer alles ruhig, kein Stress und dann kommst du hier nach Boston und der Verkehr ist eigentlich, wenn du zur Rush-Hour morgens zur Arbeit oder später, ist es einfach eine Katastrophe. Dann brauchst du für eine Strecke, die 20 Minuten ist, mal 1,5 oder 2 Stunden. Das Wetter, es ist halt hier nochmal kälter. Eigentlich, ich meine, in Deutschland, man kennt es ja schon, Schnee, Kälte, aber hier ist es, glaube ich, nochmal so ein Tick ins Extreme. Ich meine, wir hatten Nächte oder Tage, wo es minus 22, minus 25 Grad waren. Und dann, wenn du rausgehst oder wenn die Hunde wirklich in der Zeit dann raus müssen, dann brennt es wirklich im Gesicht, die Kälte. Die kannst du schon spüren. Aber was ein guter Vorteil ist, dass es hier eigentlich kein Wochenende gibt. Das heißt, wenn du Sonntag einkaufen gehen musst oder was brauchst, kannst du losgehen. Hier ist alles offen und das ist schon etwas, woran man sich schnell gewöhnt. Nun geht's mit Tochter Laila und den beiden Hunden ab in den sind Schnee. Nachbar, aber man merkt, es sind immer Sportfans hier, überall. Die ganze Stadt, egal wo. Hier haben wir auch in der Sportart richtig, ja, was zu feiern sozusagen. Hast du schon mal irgendwo anders was gesehen, Eishockey oder so? Oder? Ja, wir waren bei dem ersten Playoff-Spiel von den Patriots. Was war es? Ich glaube, gegen Tennessee war das, ne, glaube ich? Das weiß ich nicht. Ja, war gut, es war sehr kalt schon, aber
dann war ich, als Stefan Weißenberg hier war, bin ich zum Bruins-Spiel gegangen, weil er ist halt Eishockey schon immer gewesen und sowas und dann bin ich mit ihm mal hingegangen. Läufst du durch den Schnee? Wow! Soll Papa auch da hochkommen? Aber Papa hat nicht so Winterschuhe an wie du. Papa. Wow, mach Füße sauber. Wow. Jetzt zähl mal. One. Three. Bei so viel Schneebegeisterung sind auch die Nachbarn nicht mehr weit. That's Thank you. Good to see you too. Nach dem Spaziergang zeigt Daniel uns dann noch sein Haus. Spielzimmer unten zu haben, aber man sieht, wird man noch sehen, dass halt überall Spielzeug ist. Und ja, ist eigentlich Gäste mehr oder weniger, wenn wir Besuch kriegen. Mit Schlafzimmer ist noch hier hinten. Ich war mal gedacht, dass ich, wenn ich auch mich runter mal verziehen kann, wenn ich eine Ruhe haben will. Sowas, aber im Endeffekt ist es doch für Gäste dann und ist halt echt. Und für die Kleine. Ich meine, man sieht ja, es ist überall Spielzeug. Küche, was eine große Umstellung war, Gas ja. Aber das ist doch cool. Ist aber. Wenn man sich mal umgestellt hat, ist doch. Dann funktioniert es. Aber am Anfang war es. Ja, gut. Es geht verdammt schnell heiß. Schnell verbrennt man was. Ich meine, wie viele Häuser, Haushalte bei uns haben noch Gas? Ja, solche nicht viele, das stimmt. Ich glaube, hier gibt es nur noch. Ja, ansonsten ist ja hier. Spielzeug. Spielzeug, überall für die Kleine. Mit Büchern, Essen, Spielzeug, Kuscheltiere. Also dein Rückzugsort ist, wenn du mal Ruhe brauchst, ist auch eher unten dann oder was? Also zum Pennen ja, oder was? Oder? Wenn ich mal PlayStation spielen will oder sowas, dann gehe ich eigentlich mal runter. Aber ich habe auch ein Glück, Lena kann immer schlafen, das heißt, wenn ich den Schlafzimmer Fernsehen anhabe, stört sie gar nicht. Also, ja, oben fängt es eigentlich genauso an wie in allen anderen Räumen. Spielzimmer, Gästezimmer. Auch hier alles. Spielzeug, Bällebad, eine Rutsche. Basketballkorb spielt sie. Am Bällebad ist ein kleiner Korb dran. Und als Eltern will man ja nicht Nein sagen. Ne? Wenn sie im Laden steht und was haben möchte. Schon gar nicht bei dem ersten kleinen, nee, das kenne ich. Hier ist er, ja. Mehr oder weniger Wäschezimmer, meine Schuhe. Im Johnson-Zimmer. Hier ist nur noch das Kinderzimmer noch. Aber man hört halt natürlich alles mit, dadurch, dass die Häuser hier so leicht gebaut sind. Überall nur E-Gips-Platten. Genügend Platz also auch für Besuch von der eigenen Familie. Meine Schwiegermama kommt eigentlich so oft wie es geht, wenn sie die Arbeit zulässt. Und die kommt auch jetzt Ende des Monats. Jetzt kommt heute Abend noch mein Bruder mit seiner Freundin das erste Mal. Und meine Nichten kommen jetzt auch noch die Woche. Also der Monat ist vollgepackt und ich bin beziehungsweise fast nie da, jetzt den ganzen Monat. Wir haben nur 4 Heimspiele, wir sind 10 Auswärtsspiele. Wir sind eigentlich nur unterwegs und ich habe eigentlich Familie hier. Nach dem Training treffen wir Daniel am Nachmittag bei einer Charity-Veranstaltung in der Bostoner Innenstadt wieder. Nun heißt es Einsatz für Kinder von obdachlosen Eltern. Daniel ist wie sein australischer Teamkollege Aaron Baines Coach eines Teams. Auch das Teil seines neuen Lebens als NBA-Profi.